Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge des Command & Conquer 1 Alarmstufe Rot Let's Plays. Und letzte Folge ja mit Tanja, die Geiseln hier in die Kirche gerettet haben und wir jetzt zum Droppoint zurückgehen sollen, um Verstärkung zu bekommen. Oder das machen wir gerade. Und dann sind wir doch mal gespannt, wie das jetzt hier ablaufen soll. Wir ballern das Ding dagegen, ist mir egal. So, dann geht's mit euch weiter. Hat ja nicht unbedingt den gewünschten Effekt gebracht. So, du kannst rappen. Du kannst Fahrzeuge rappen, sehr schön. Ja, damit kriegen wir das hier dann definitiv geregelt. Dann sortieren wir mal unsere Panzer hier neu. So, da drauf. Der ist zum Reparieren da. Und dann geht das los hier. Da drauf. So, und jetzt müssen wir theoretisch gesehen nur noch die Bodentruppen hier platt kriegen. Du gehst hier mal rappen. Du kümmerst dich um die Bodentruppen. Oh, oh. Da kann es sein, dass ich gleich mal ein bisschen reagieren muss. Kann ich da von hier drauf schießen? Und mach das Ding platt. Verdammt. Gut, Tanja durfte sterben, von daher egal. Auch wenn es noch nicht gewollt war, Tanja ist tot, weiter geht's. Jetzt müssen wir den Rest der Karte hier quasi clearen, das sollte jetzt kein Riesenaufwand mehr sein. Meiner bescheidenen Auffassung hier nach. Und dann haben wir die Mission theoretisch auch schon geschafft, das Einzige, was falsch war, ist, dass Tanja gestorben ist, aber... Ach, was soll's, was soll's. Und dann heben wir noch... Leben wir noch in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch... mal noch eine Mission mit Basebuilding kriegen. Auch wenn die Hoffnung das letzte ist, was stirbt, aber ich hege so meine Zweifel. Ich glaube, das Add-on wird vollständig ohne eine einzige Basebuilding-Mission sein. Ich denke, mit der Annahme bin ich auch ziemlich richtig. War dann unten noch eine Atombombe? Sorge, dass das noch eine Atombombe ist. Nein, ist keine. Sehr gut. Dacht schon. Kurz zurück. Du da drauf. Oh, das wird erstmal noch nichts. Moment, wir müssen uns hier kurz organisieren. Jetzt darfst du da drauf. Völlig falscher Klick, aber egal. Weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwo weitere Einheiten versteckt sind. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Wir machen jetzt erstmal das hier platt. Das hier. Dauert überhaupt nicht unnötig lange. Wäre mit Tanja zusammen einfacher und schneller gegangen, aber ach was. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In
Ja, gut. Ja, war ja klar. Egal. Wir spielen nicht mehr sehr... Ich sag mal... optimal wir, sondern wir rennen hier einfach nur noch durch. Aber es ist mir quasi jetzt auch völlig egal. Ich glaube, wir schaffen das auch, wenn ich einfach durchrenne. Muss ich da unten noch eine Einheit laufen? Sehr gut, die kommt auf mich zu. Dann schnappen wir uns die erstmal. Da kommt noch mehr. Ja, den Hund werde ich nicht aufhalten können, der wird sich die nächsten schnappen. Werde ich eher gleich gucken müssen, dass ich reagiere auf den Hund. Hier. Perfekt, und dann haben wir auch die Mission geschafft. Unerwartet leicht. Auch wenn ich... Also, ich hätte echt gedacht, das wird schlimmer. Es war wirklich jetzt sehr, sehr unerwartet leicht. Und wir spielen alles noch auf normal. Eigentlich habe ich ja solche Missionen gerne mal auf einen leichteren Schwierigkeitsgrad gespielt, aber gut. Okay. So, jetzt geht's weiter mit... Monster Tank Madness. Auf normal. Dr. Demel, creator of a new Soviet Super Tank, wants to defeat. Dr. Demels Ersteller eines neuen sowjetischen Supertanks möchte getötet werden? Was? Wants to defeat? Möchte verteidigen? Ich check's nicht. We planned to extract him while... Er möchte überlaufen. We planned to extract him while the Soviets are testing their new weapon. But something has gone wrong. Wir hatten geplant, ihn herauszunehmen. Keine Ahnung, wie man das sinnvoll übersetzt. Während die sowjetischen Einheiten ihre neuen Waffen getestet haben. Aber irgendwas ist schiefgelaufen. The Super Tank are out of control and Detemit is missing. Likely hiding in the village. Father. Der Superpanzer ist außer Kontrolle. Und Dimitri wird vermisst. Vermutlich versteckt er sich, likely? Keine Ahnung. Versteckt er sich in der Village weit im Dorf weit im Süden. Find our outpost and start repair on it. Then find and evacuate him. Finden Sie unseren Außenposten und starten Sie die Reparatur bei ihm. Finden Sie unseren Außenposten und reparieren Sie ihn. Dann evakuieren Sie Dimitri. As far the tank we are reprogrammed as for the tank, we can reprogram them sending a spy into the Soviet radar room in the northeast, turning the tanks on their creators. Für den Panzer. Wir können den Panzer neu programmieren. Senden Sie dafür einen Spion in die sowjetische Radarzentrale im Nordosten. Um den Panzer turning the tanks on their creators. Stören Sie mit den Panzer die eigenen Einheiten, die Gegner. Whatever. Ich hab's versucht, so gut es geht zu übersetzen, ne? Verstärkungen sind eingetroffen. Ihr dürft halt nicht so viel von mir erwarten. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, ist schön, dass so viele Verstärkungen hier kommen. Ja, Sir. Das Wichtigste wäre, dass ich die Basis finde. Oder wir übernehmen einfach das, was vorhanden ist, von einer anderen Basis. Je nachdem, was am sinnvollsten und am schnellsten geht.
Am besten, wir fahren wieder mit einem einzelnen Panzer rum und erkunden. Gut. Oder auch nicht gut. Da oben können wir reinballern. Wenn wir Glück haben, geht damit der Strom aus, aber... Das ist auch schon alles, was wir damit hoffen können. Hier noch irgendwas? Also wir können es kaputt machen oder wir können es dran vorbeifahren. Das sind die beiden Optionen. Schießen wird es so oder so. Und daher würde ich vorschlagen, wir ballern einfach drauf. Wir schießen aber so drauf, dass nur eine Seite uns angreift, dass wir nur einen Tower tanken müssen. Und go. Ach, jetzt... Ach, die schießen... Doch, die schießen noch. Der verzögert. Soll ich jetzt das Ding übernehmen? Wir haben ja kein Geld. Also ich habe ja schon eine Vermutung, aber, Moment. Eins nach dem anderen. Ist hier noch irgendwas? Ansonsten weiß ich ja schon, was wir gleich machen. Der hat gerade irgendwas gesagt, aber okay. So, wir haben zwei Einheiten, um was zu übernehmen. Ach, das ist der Panzer, der außer Kontrolle ist. Ja. Wenn wir das übernehmen wollen, müssen wir das beides vorher low schießen. So, das ist low. Rein da. Jetzt das hier noch low schießen. Keine Ressourcen dafür bekommen. Das ist bitter. Neue Bauoption wird gebaut. Ja, aber so wird das nichts. So wird das nicht. Da können wir noch mal von vorne anfangen. Ja, da habe ich jetzt gefailt. Also das Ding hätte ich anders einnehmen müssen. Ne, die Mission komplett von vorne starten. Neustart. Das kriegen wir hin. Ich hab halt. Ich hätte auch vorher mal speichern können. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ihr werdet die 2, ihr werdet die 1, ihr werdet die 3. Ihr lauft dahin, ihr fahrt dahin. So, da geht's weiter. Da drauf. Da drauf. So, jetzt machen wir hier wieder erst die Dinger weg. Also zuerst... Das da weg.
Und noch die andere Seite. So, jetzt hier sammeln. Erst einmal speichern. Geh da weg. Nicht du wieder tanken. Ja, gut, so. So. Und jetzt müssen wir das hier richtig machen. Also. Speichern. Folgender Gedankengang. Wir gehen mit den Spionen da rein. Ihr lauft erstmal dahin. Ihr ballert das einmal low. Dann das low. Du da rein. Ja, perfekt. Credits haben wir. Stopp mit Schießen. Da rein. Das Ding lassen wir stehen, da können wir noch mehr Credits später klauen, wenn wir tatsächlich noch eine Basis kriegen. So, hier bauen wir jetzt einen Transporter. Wir lassen das alles mal so kaputt, wie es ist. Mit dem ersten Moment. Und jetzt habe ich auch das gemacht, was eigentlich das Ziel war. Aber das hat halt leider einen Augenblick länger gedauert als gewollt. Aber es, ach komm. Machen wir kein Drama draus. So, du einmal dahin. Wir nehmen noch so einen mit, dann da rein. Also theoretisch müssten da ja 5 reinpassen. Perfekt, die laden wir jetzt gleich hier aus und dann machen wir erstmal den da platt. Speichern. Und ja, dann habe ich halt einmal gefailt, aber ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Von daher könnt ihr damit leben. Aber wenn wir das Ding behalten und wir Spione gemütlich da reinschicken, wisst ihr, wie viel Kohle wir damit machen können? Wir können den NPC ganz gemütlich sein ganzes Geld wegnehmen, einfach nur, weil wir immer wieder das Ding da unten angreifen. Deswegen... Es ist definitiv eine gute Idee. Das Ding zu behalten. Vorausgesetzt, wir finden gleich eine Basis. Speichern. Fahren erstmal und gucken. Das wäre doch eine hübsche Ecke für eine Basis hier oben links. Da ist sie. Perfekt. So, dann einmal hier sammeln. Du dahin. Wir haben kein Baufahrzeug. Oh, das ist natürlich bitter. Dann wäre das das Wichtigste. Warum? Das. Wenn wir den Rest haben, wird... Neue Bauoption. Bestätigt. Bestätigt. Eieiei. In Ordnung. Okay, das Bitterste ist definitiv jetzt schon mal von vornherein gesagt, dass wir nichts weiter haben hier. Unzureichende Finanzmittel. Ja. Okay, wir gehen aber in die nächste Folge, dann gucken wir uns an, wie wir das hier geregelt kriegen. Eieieiei, das wird hart. Ich bedanke mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sag immer zum Schluss. Tschö mit Ö.